Hallo liebe Fans von Fishing Tackle Max TV, herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt 2 Tage lang zum Dorschangeln auf der Ostsee vor Rostock mit Gummifisch und mit meiner Teamanglerin Sarah Sassi aus dem Seika Pro Team und vor allen Dingen mit Sascha von Profisch MV. Er ist Angelguide hier und wird uns hoffentlich in den kommenden 2 Tagen direkt zu den Dorschen führen. Sarah, ihr wart ja gestern schon mal draußen. Wie ist es da gelaufen? Ja, sehr gut. Wir haben schöne Fische gefangen und hoffen, dass wir auch heute wieder schöne Dorsche kriegen. Klingt super. Und Sascha, was meinst du, wie sind die Bedingungen heute? Das Wetter ist ja sehr schön. Genau, wir haben schönes Wetter, ruhige See, ideales Angelwetter. Dann lasst uns angreifen. Ihr seid mit dabei, Petri. Petri. Fisch. Und da ist er schon kurz vorm Boot eingestiegen. Ach, sehr schön. Geil. War ein knallharter Biss auf den Troubleshad hier in der Farbe Shiny Tail. Sehr cool. Schöner kleiner Ostseedorsch. Ich denke mal, da kommen heute noch größere raus. Geil. Freue ich mich. Ja, hallo, mein Name ist Sascha von Profisch MV. Wir veranstalten hier in Rostock individuelle Boots- und Angeltouren und fahren im Seegebiet Vorwarnemünde hauptsächlich auf Dorsch, Plattfisch natürlich und auch auf Meerforelle. Wir fahren hier nicht nur Boot, sondern üben hier auch den Tauchsport aus, also kennen unsere Spots nicht nur von der Wasseroberfläche, sondern wirklich auch direkt unten vom Grund. Vielleicht mit eins der Geschichten, warum wir hier besser fangen als vielleicht manch anderer, und werden heute innerhalb der 3-Seemeilen-Zone angeln, werden dort eine große Steinpackung anfahren. Die liegt so ungefähr auf 10 Meter Wassertiefe, erstreckt sich über einer ziemlich großen Fläche, ungefähr Fußballfeld groß. Geht nachher bis in die 12 Meter rein und werden einfach mal schauen, in welcher Tiefe wir dem Dorsch heute nachstellen können. So, ich habe hier jetzt auch einen schönen Dorsch drauf. Ich habe den Speedshad in der Farbe Dark Ruby drauf. Mal sehen. So, jetzt müsste er auch gleich mal nach oben kommen. Müsste man ihn auch gleich mal sehen. Da ist er. So ein schöner. So, hier sieht man sehr schön, dass er auf die Farbe Dark Gobi, der Speedshad, der läuft hier. Das ist echt ein super Köder. Ja, und den Dorschen gefällt es, wie man sieht. Ne? Schöner Fisch. Top geil. Für die gezielte Angelei auf Dorsch müsst ihr euch gar kein spezielles Gerät kaufen. Ich habe mir einfach eine Kombo geschnappt, die ich so zum Hecht- und Zanderangeln auch verwende, nämlich unsere 270er Seika Pro V High mit einem Wurfgewicht von 10 bis 60 Gramm. Also eine Rute mit einem kräftigen Rückgrat und einer sensiblen Spitze. Dazu unsere 4000er Tubertini Arias Rolle. Die ist sehr robust, hat eine super Schnurvorlegung und eine gute Bremse. Und sie ist eben auch sehr gut für diese Angelei im Brack- oder Salzwasser geeignet. Ich habe eine gut 10 Kilogramm tragende geflochtene Schnur hier drauf und ein Vorfach aus Fluorcarbon. Unsere fertigen Fluorcarbon-Vorfächer von Seika Pro, 050er ist das, also sehr abriebfest, weil ein Stahlvorfach braucht man hier ja nicht und auch im Wasser sehr unauffällig, wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass es die Dorsche so sehr interessiert. Und ja, die lassen sich hier sehr schön mit dem Knotenlosverbinder, der da ja schon dran ist, mit der geflochtenen Hauptschnur verwenden. Das ist es eigentlich. Mit dem Gerät könnt ihr ja alles Mögliche machen und zum Dorschangeln ist das auch absolut top. Ja, wunderbar. Mal wieder geklappt. Sieht auf jeden Fall nach Dorsch aus. Sind jetzt bei
guten 10 Meter Wassertiefe einer großen Steinpackung und Seiko Pro fängt. Seiko Pro. Sascha, ich habe bei dir hier ein ganz interessantes Detail an deiner Montage gesehen. Und zwar, du hast hier vor deinem Karabinerwirbel, wo du den Köder eingehängt hast, diese kleinen Perlen davor. Was hat das damit auf sich? Genau, also ist so eine kleine Sache, die ich mir mal selber ausgedacht habe und bin der Meinung, dass die Fangquote damit deutlich besser ist, weil einfach durch diese Perlen eben einfach der Effekt beim Jiggen entsteht, dass dieser Gummifisch immer wieder sich von den Perlen trennt, aufschwimmt und somit einfach eine deutlich höhere Lockwirkung für den Dorsch hat, Futterneid etc. Und das funktioniert. Gute Idee. Das sind dann so die ganzen Feinheiten oder diese kleinen Feinheiten, die manchmal den Unterschied ausmachen können. Und du hast ja schon bewiesen, dass es funktioniert. Ich habe den Frequency Shed drauf in der Farbe Green Light. Der ist kurz vorm Boot hier eben gerade eingestiegen. Und wie man sieht, macht er auch ordentlich Radau. Die VH-Route ist auf jeden Fall krumm. Mal gucken. Der müsste jetzt hier gleich unterm Boot einmal rauskommen. So. Kescher ist schon bereit und da kommt er. Oh, das ist schon ein ordentlicher, schöner Dorsch. Definitiv. Ja, sauber. Schön. So, den holen wir jetzt auch einmal raus. Das ist ein schöner Dorsch, auf jeden Fall. Der wird definitiv irgendwie so an die 65 haben. Schöner Fisch. Wie gesagt, gebissen auf den Frequency Shed, Green Light. Sauber. Besser geht nicht. Was die Köderwahl betrifft, haben wir ja heute teilweise so ein bisschen philosophiert, ob ein Modell jetzt wirklich besser geht oder schlechter. Aber im Endeffekt war es so, dass alle unsere drei Seiko Pro Gummiköder gut gefangen haben. Also diese mittleren Größen jeweils hier 12, 13 cm. Der Trouble Shed, der eben sehr starke Aktionen macht. Dann hier unser Speed Shed, der eine mittelstarke Aktion hat. Und auch unser Frequency Shed war erfolgreich, der relativ aktionsarm ist. Tendenziell hatte ich zwar das Gefühl, dass dieser Speed Shed, also diese mittelstarke Aktion, doch am besten ging, aber ja, im Endeffekt haben die Köder, wie gesagt, von der Stückzahl her alle ungefähr gleich gut gefangen. Und auch bei den Farben war kein allzu großer Unterschied wahrzunehmen. Ob das nun immer so ist, das kann ich euch nicht sagen, aber trotz relativ klarem Wasser und dem sonnigen Himmel heute war da eigentlich nicht so viel zu erkennen, dass es wirklich viel ausmacht, ob man nun den einen oder den anderen beziehungsweise diese oder jene Farbe dran hat. Also einfach diese mittlere Größe, denke ich mal, ist entscheidend. Und natürlich auch ein passender Bleikopf. Wir hatten Glück, dass heute die Wellen nicht allzu stark gewesen sind, also nicht so viel Drift. Und da konnten wir sehr schön mit 28 Gramm angeln. Allerdings kann es schon passieren, wenn man also ein bisschen mehr Wind hat und ein bisschen mehr trifft, das kommt auch immer darauf an, wo der Wind gerade herkommt, dass man dann schwerere Köpfe einsetzen muss. Ich habe auch extra hier 50 Gramm Köpfe und sowas gekauft, aber wir haben sie heute gar nicht gebraucht. Allerdings sollte man das beim Dorschangeln schon berücksichtigen, dass man auch speziell dann, wenn man in größeren Wassertiefen angelt, schon entsprechend schwere Köpfe dabei haben sollte. Also verlasst euch nicht drauf, dass diese 28 Gramm immer ausreichen. Lieber auch ein paar schwerere Modelle mitnehmen. Sascha, du hast einen Biss, glaube ich. Oh. Auf deine toten Ruten. Ja. Ja, geil. Schön, sauber. Ja, man sieht, fängt auch. Tote Rute, einfach in einer Abdriftseite liegen lassen. Das Boot macht die Bewegung. Köder läuft, Schnur richtig eingestellt von der Länge her. Bremse ein bisschen lose, falls es doch zu einem Haker kommt, dass die Rute nicht ins Wasser geht. Und so macht Angeln noch Spaß.
Ja, um einfach zwischendrin mal ein bisschen zu entspannen und vor allem die Handgelenke zu entlasten. Einfach die Rute in den Rutenhalter stecken, vorher ein bisschen schweren Bleikopf dran, beobachten und Boot und Wind die Arbeit machen lassen. So, nächster Fisch. Ich gehe gleich mal so raus. Der ging jetzt ganz knapp gehakt, ganz knapp gehakt. Der ging jetzt wieder auf Troubleshot. Also ich muss aber sagen, mit dem Speedshad läuft es tatsächlich ein bisschen besser. Mir ist jetzt einer ausgestiegen. Den hier habe ich jetzt wieder gekriegt. Also ja, die Schlankenköder scheinen doch ein bisschen im Vorteil zu sein. Aber völlig egal, wir fangen auf jeden Fall. Beim Dorschangeln gibt es eine ganze Menge Parallelen zum Zanderangeln. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Und das trifft vor allen Dingen auf die Köderführung zu. Denn wir jiggen hier ganz einfach unseren Gummifisch über den Grund. Eben mit relativ schweren Schöpfen. Also ganz einfach. Auswerfen. Ich schmeiße jetzt hier auf die Andriftseite, weil für mich ist da die Köderführung leichter. Man kann auch mit leichteren Köpfen angeln, als wenn man hier an der Abdrift angelt. Wir haben jetzt hier so 10 Meter ungefähr. So, Köder ist unten. Und jetzt wird er hier hart angejiggt. Kann man also richtig schön aggressiv über den Grund springen lassen. Ja, und mit den schweren Köpfen sind also auch die Bodenkontakte sehr schön zu spüren. Die Bisse, die kommen auch meistens ziemlich aggressiv und eben auch immer in der Absinkphase. Auch wieder das, genau wie beim Zanderangeln. Also ich habe jetzt hier einen 28 Gramm Kopf drauf und die Absinkphase, wenn ich hier hart anjigge und dann ungefähr 3 Kurbelumdrehungen mache mit der 4000er Rolle, beträgt dann ungefähr so 2 Sekunden. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, es kommen relativ viele Bisse ziemlich nah vom Boot. Also ich hatte selten Bisse, die jetzt sehr weit rausgekommen sind. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Da bin ich nicht der Experte dafür, aber Hauptsache, es funktioniert. Wir sind jetzt auf 9 Meter, oder? Genau, von der Summe. 9 Meter Wassertiefe, haben 18,3 Grad Wassertemperatur, eine Geschwindigkeit von 13 Knoten. Genau. Haben wir unsere Seekarte mit den eingeträgten Spots. Oh, was haben wir gefangen? Wir haben eine Scholle gefangen, Eine kleine süße Scholle. Ja, schön. Die hat noch nicht mal gebissen. So ein Scheiß. So. Du darfst auch wieder schwimmen. So, liebe Zuschauer, der Angeltrip ist beendet, wir sind zurück im Hafen und ich fand, es waren 2 super Tage auf der Ostsee. Sascha hat uns hervorragend zum Fisch geführt und ja, ich kann euch so eine Tour eigentlich auch nur empfehlen. Wie kann man euch erreichen, Sascha? Entweder bei Facebook ganz normal profisch-mv oder eben über die Homepage profisch-mv.de. Macht das auf jeden Fall mal, lohnt sich. Sarah, du hast die meisten Fische gefangen? Ja, das stimmt, aber wir haben alle ganz gut gefangen. So sieht's aus, also war wirklich klasse. Ihr wisst ja, unsere gezeigten Produkte bekommt ihr im Fachhandel. Wenn euer Fachhändler die nicht da hat, kann er sie bei Fishing Tackle Max für euch bestellen. Und in dem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Petri! Petri.